Hallo Leute, es geht weiter mit einer Runde Lucius. Jetzt schon eine ganze Weile her. Sorry dafür, aber frohe Botschaft. Ich habe mittlerweile eine neue eingebaute Festplatte in meinem Computer und ich hoffe, dass das etwas hilft, dass Lucius besser läuft. Allerdings, wenn ich mir jetzt so gerade die FPS-Zahlen angucke, dann sind die jetzt auch nicht gerade supi besser. Ich müsste sonst irgendwann mal Prozessor, Mainboard, einfach mal einen kompletten Computer austauschen vielleicht, aber ja. Das habe ich jedenfalls in der Zwischenzeit auch mal gemacht. Da habe ich mich sehr gefreut, dass mein Vater mir da eine tolle neue Festplatte hat springen lassen. Und dafür nochmal herzlichen Dank, Papa, falls du es siehst. So, ich werde jetzt weiter hier rumcruisen mit dem kleinen Bastard. Denn wir wollen ja weiter Leute töten. Das macht man ja gerne in seiner Freizeit. Und sollte vielleicht mal in mein Notizbuch schauen. So, jetzt muss ich erstmal selber wieder reinkommen. Tom. Onkel Tom, er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hatte er wirklich Gefühle für Jovita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Ich habe die Kammer gefunden. Die Kammer? Es muss hier etwas Nützliches geben. Ich habe etwas vom Gift aus der Kammer in Toms Whiskyflasche gegeben. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich noch Tom finden, weil das mit dem Gift hatten wir schon. Wo hängt denn der Sack jetzt rum? Ist der hier unten irgendwo? Wird mir das angezeigt auf dieser coolen Karte? Ja. Oder? Soll ich wieder nach oben? Soll ich gar nicht hier hin? Soll ich wieder, war ich richtig hier? Dödödödö. Komm. Nicht richtig? Ach, ich bin richtig. Ja, gut. Dann wollen wir mal. Tom! Onkel Tom! Hier soll ich rein. Ah, das ist ein Zimmer. Ah, okay. Psch, psch, psch. Oh, da war aber so, das ist richtig so ein Totenkopf gerade an der Wand, ne? Der Special-Sicht. So, der betrinkt sich jetzt hier also. Warum? Weiß ich nicht, Tom. Weiß ich nicht, warum sie das gemacht hat. Schnappen wir uns doch einfach mal deine Socke und schmeißen sie auf den Boden. Eine Weinflasche. Wollen wir die ihm einfach... Ach so, er nimmt sich immer die... Und ich würde sagen, wir legen einfach die vergiftete Flasche hier irgendwo hin. Das geht bestimmt. Hier. Bitteschön. Guten Trunk. Haben wir sie jetzt hingelegt oder noch nicht? Nee, da ist sie doch. So. Jetzt haben wir sie hingepackt. Was steht da jetzt? Oh. Tom ist dran, würde ich sagen. Und der Lusche steht einfach daneben. Du! Das warst du! Du kleiner Scheißer! Ja, das war... Du hast das alles getan! Du! Ja, das findet der Lucius gut. Läuft. Mehr Macht töteten 8 Menschen und lieben es. Ja, yeah. Ich liebe es. Tom, ich bin es, Charles. Mach bitte die Tür auf. Oh, Scheiße. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner.
Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren. Da kommt Papa wieder. Papa ist wieder da. Oh. Papi. Ja, mein Sohn. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Hallo, Papa! Das machst du gut. Ja, ich weiß, dass ich das gut... Aber ich bin der niederen Opfer müde. Dienstmädchen, Butler, Buchhalter, Trinker... Langweilig. Glaubst du nicht, es ist Zeit, den Einsatz zu erhöhen? Doch, Papa. Lass uns richtige Opfer suchen. Vielleicht machen wir das hier ein wenig persönlicher. Okay. Es gibt ein paar hinterhältige Schlangen in deiner Familie, Lucius. Du musst sie wie Unkraut jäten. Ja. Lass mich dir etwas anderes zeigen, was dir auf deiner Reise nützen okay. kann. Du kannst die Leute dazu bringen, Dinge zu vergessen. Das kann sehr nützlich sein. Papa hat immer so gute Ideen entdeckt. Wenn du erwischt wirst, wähle deine gedächtnisunfähig durch Drücken von D-Pit Down. Was? Gedächtnis, bla, okay. Erstmal wählen wir ihn aus. Dummy. Erstmal gehen wir... Ja, okay. Hä, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ich habe bei Tom eine vergiftete Flasche passiert, hat nichts bemerkt. Ja. So, jetzt muss ich mal hier wieder... Genau, wechseln. Wollt ihr das von mir oder wollt ihr das? Zeige auf die Person, die dich entdeckt hat und klicke sie an. Sie wird alles vergessen. Aha, aha. Ja, Daddy, ich mach dich stolz. Lass uns meine Familie töten. Scheiß auf die Familie. Ich mag meinen Vater. Einige Leute haben einen schwächeren Geist und können manipuliert werden. Ja, und jetzt können wir also scheinbar auch Leute, die uns entdeckt haben, irgendwie auch manipulieren oder so. Weiß ich gerade noch nicht. Das habe ich jetzt aber so schnell noch nicht verstanden. Aber, okay. Ja, das weiß ich nicht. Dass sie das dann vielleicht kurzzeitig wieder vergessen oder was, dass sie uns entdeckt haben. Vielleicht haben wir dann so ein paar Sekunden Zeit oder so. Hm. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, da wird definitiv jetzt wahrscheinlich gleich eh irgendwas dazu kommen. Nö? 20. März 1973. Das Gras ist auf dieser Seite immer noch grün. Sag ich jetzt mal. So. Mit dem kleinen Lucius. Der sieht so unglücklich aus. Oh, was sagt unser Ouija-Brett? Ouija! Wenn ich gewinne, ist dein Papier nicht im Spiel. Verlierst du die Wahl auf Schere viel. Das möchte ich bitte nochmal. Wenn ich gewinne, ist dein Papier nicht im Spiel. Verlierst du die Wahl auf Schere viel. Ach, so hier, Schere, Stein, Papier. Oder so. Nee? Also sollen wir jetzt eine Schere einsammeln, oder? Trotzdem. Auch wenn das dann eher auf das Spiel bezieht, sich bitte... Okay, dann weiß ich nicht. Was sollen wir jetzt tun? Nichts in den Notizen? Wo ist Mama? Ja, haben wir auch noch die ganzen Nebenquests hier, oder nicht? Ich muss sagen, ich habe es vermisst. Können wir ein bisschen spannern? Spannern!
Okay, unsere Macht geht hier runter, weil da drüben das blöde Kreuz wieder ausgestellt ist. Mein Gott, wer macht denn hier die Kreuze im Haushalt immer wieder so? Das gibt's ja wohl nicht. So. So möchte ich das haben. So mag es der Lucius. Alles schön umdrehen. Ja. Was ist eigentlich mit Mama und so? Ich meine, wir sollen ja jetzt unser Augenmerk auf die Familie richten. Dann gehen wir mal den grünen Pfad entlang. Wir müssen ja eigentlich nur dem Pfad folgen. So. So, und dann gehen wir runter. Zu der Familie, die wir alle so lieben. Ich bin's, Lucius. Mami, Daddy, wo seid ihr alle? Oh, das Kreuz ist hier auch schon wieder umgedreht. Ja, Kruzifix nochmal. Kruzifix. So. Wo geht's denn? Ach, wir sollen hier mal ganz woanders hin, oder what? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Das ist schön. Kann man hier auch wieder raus? Oder muss ich jetzt die ganze... Oh, jetzt muss ich die ganze Runde laufen. Nein, ich kann den Hügel gehen. Ach, hier! Wer ist das, der Gärtner? Dich bringe ich um! Du hast falsch geguckt. Antonio. Geh weg, Lucius. Du gehst gleich weg hier. Du bist gleich dran. So, Notizbuch. Antonio. Antonio, der Gärtner. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasenmäher sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde er gerade aus einer Disco kommen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das damit zu tun haben soll. Können wir hier was machen? Ich meine, können wir was machen? Mit dem Luftdruckkompressor? Hier? Wenn er läuft er über Kabel oder so? Nee, der läuft so. Wenn ich mich frage, wie wir den jetzt hier aufhalten können, dann würde ich sagen, hier über Telekinese. Oder so. So, komm. Komm her, du Antonio-Typ. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte... Okay. Sein Geist ist zu stark für deine Gedankenkontrolle. Okay, das ist schon mal dann nicht. Haben wir hier so Wasser und so? Können wir vielleicht was hinlegen, dass er da mit dem Rasenmäher reinknattert? Irgendwie und dann denkt, oh, der ist kaputt gegangen. Jetzt muss ich ihn reparieren oder irgendwie so. Ah, guck mal, wir können den doch. Jemand kann nicht sehen, okay. Gut, aber der Gedanke ist richtig so, oder? Man kann nicht sehen. Können wir dann unsere neue Fähigkeit einsetzen, so? Das ist der Plan, der Pläne. Dann machen wir das mal. Und da kommt auch wieder die Lucius-Musik. Mach es, benutzt die Macht. Benutzt sie. Nutzt es doch mal jetzt. Hä? Alter. Ich will das benutzen. Nein. Nein, ich geh nicht weg. Ich werde das hier mit dir erledigen, bis du stirbst, mein Lieber. Geh aber nicht weg. Also ich glaube, weiß ich nicht. Da stand ja immer... Schön die Taschenlampe. Hä? Möchte ihn kontrollieren, jetzt sofort. Ja, aber so kann er mich... Ja, ist doch egal, ob er mich sehen kann, wenn wir das rückgängig machen können. Okay, entdeckt. Ja, toll. Sie sehen mich rollen. Ja, dafür habe ich jetzt eine Errungenschaft bekommen, dass er mich entdeckt hat, oder what? So, ja genau, jetzt wurde ich entdeckt und nun mache ich aber meine Special Meschel. Achso, das muss ich jetzt Beeilung oder was? Ja, toll, Spielende. Muss ich mich jetzt beeilen oder geht das gar nicht? Der neuen Fähigkeit. Ich glaube, ich muss mich beeilen und bin's blöd wegen der Steuerung. Du kannst Leuten Hausarbeit abnehmen und wirst dafür belohnt. Ich möchte das jetzt nochmal ausprobieren und zwar zacki zacki.
Ja, das ist echt nicht einfach mit der Steuerung. Das ist, man kommt da nicht so einfach rein. Ich glaube, mit Maus und Tastatur ist einfacher, aber es ist halt immer so. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh Gott. Weecha, weecha. Weecha, weecha. Verfilter Papier nicht im Spiel. Vielleicht sollen wir da ja tatsächlich irgendwie eine Schere oder so. Weißt du? Papier nicht im Spiel. Vielleicht irgendwas mit Papier, Schere, Schein. Papier, Schere, irgendwas da rein ballern in den Rasenmäher. Auf jeden Fall ist er hier draußen. Jetzt kommt die Sequenz eigentlich nochmal. Müsste sie. Ja, da ist sie. Antonio, mein Freund. Und Gärtner. Ja. So, wir wurden entdeckt. Ist ja klar, aber ist jetzt... Du hast die letzte Erinnerung entfernt. Ladung übrig, 5 von 6. So, und jetzt? Habe ich das jetzt geschafft? Keine Ahnung, ob ich es geschafft habe. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasen mehr als sabotieren. Warum sieht er nur immer so, als würde er gerade aus einer Disco kommen? Hey, ja, aber du hast es doch jetzt manipuliert. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Was haben wir denn hier so? Schraubendreher. 13, 16 Zoll Schraubenschlüssel. 3 Viertel Zoll Schraubenschlüssel. Und den halben... Eine Nagelpistole ohne Nägel, Superkleber, keine Ahnung, was wir hier noch für eine Bombe basteln wollen, aber... Aber... Irgendwie müssen wir den Rasenmäher doch und der Hinweis ist hier eher so Schere, Papier... Ich weiß auch nicht. Ich bin der Lucius. Irgendwas. Komm. So schwer kann das doch wieder nicht sein. Antonio. Du mähst den Rasen. Das macht mich sauer. Ich mag es nicht, gestört zu werden, wenn ich in meinem Zimmer mit meinem Vater Satan rede. Und du da draußen den Rasen mähst. Das nervt mich. Das stört mich. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Dede. Ja, also das mit dem Rasenmäher funktioniert total gut. Was ist denn hier, wenn ich, genau, geh mal zurück. Ich meine, er darf mich nicht sehen, kriegt das nicht hin? Ja, er kann mich sehen, ja, toll. Da sieht er mich immer. Das ist doch holy boli moli. Das funktioniert nie. So vielleicht eher hier mit Geweck, Lucius. Hör auf zu pfeifen. Ich mach dich jetzt fertig. Weiß nicht, was wir nehmen können. Du musst erst einen Menschen kontrollieren. Ja, dann lass es ihn, aber es hieß ja, er ist zu stark für die Grütze. Bist du zu stark für mich, Antonio? Bist du zu stark? Er weiß halt ganz genau, dass wir da sind. Bleibt mir nur die Erinnerung zu löschen, hatten wir aber eigentlich auch schon. Muss erst einen Menschen kontrollieren. Ja, dann Control Spaß. Das muss doch gehen, ey. Das muss doch gehen. Wie mache ich das denn nochmal? Möchte ihn kontrollieren können. Den Sack. Und Mama können wir ja mal die Ohrringe wiedergeben. Fällt mir gerade auf. Leute, Mama muss doch die Ohrringe noch wieder bekommen.
damit sie sich freut und wie die Hausarbeit erledigt haben. Ja, die Musik, die wechselt jetzt aber auch gut hin und her hier. Ich rall das gerade nicht mit den Fähigkeiten. Das überfordert mich hier langsam. Aber irgendwas müssen wir doch machen können. Ich muss erst einen Menschen kontrollieren. Edo Objekte für die Gedankentrolle. Ja, schön. So, nur. Das ist der Mensch. Sein Geist ist zu stark für deine Gedankentrolle. Was kann man denn da machen? Ich glaube, wir müssen mal einfach irgendwas hier hinlegen. Der soll mal hier irgendwie reinlaufen in die Schitte hier. Irgendwas auf dem Boden. Er mäht doch hier den Rasen. Komm. Legen wir was auf den Boden und dann geht der Rasenmäher Schrott. Das ist doch besser als jetzt der andere über diesen Magic-Scheiß, oder? Das funktioniert doch auch. Und ich wette, da brauchen wir eine Schere oder so. Schere, Stein. Ein Stein. Schere, Stein, Papier. So von wegen, ne? Schere, Stein, Papier, wisst schon das Spiel. Wenn wir einen Stein finden, den da hinlegen, dann geht der Rasenmäher Schrott. Wo kriegen wir einen Stein her? Wir suchen jetzt einen Stein. Komm, wir gucken, ob ich genug KLUK bin. Ich bin KLUK. Ich suche einen Stein. Ja, da freut sich der Lucius. Wo finden wir denn mal Steine? Hier unten? Guck mal hier. Hier sind doch. Hier, Steine, Steine, Steine. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Das ist nur so eine Idee, aber... Ja. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Irgendwas kann man ja hier wohl auch noch machen. Irgendwas lässt sich hier noch machen. Viele tolle Sachen lassen sich hier machen. Mit dem kleinen Lucius, der jetzt einen Stein sucht. Oh Mann, oh, ich... Guck mal, das sieht doch voll nach Steini aus, aber irgendwie ist es nicht richtig, ne? Man muss doch auch immer nicht mega, mega weit rennen eigentlich. Also... Das ist, weiß ich nicht, hier ist doch alles so ziegelig. Mama! Mama! Ja. Ja, frag mich, Mama. Mama, hier deine Ohrringe. Deine Ohrringe, Mama. Mama, warte. Hausarbeit erledigt. Aktueller Benehmstatus 85%. Mami! 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 Was steht jetzt hier? Oh, toll. Jetzt ist das hier im Benehmstatus drin. Mami ist glücklich. Mama? Was hat die denn jetzt auf einmal? Mami? Hä, hey, wir haben uns voll gut benommen und sie geht weg. Was? Hä? Hä? Was hat die denn? Ist sie irgendwie nicht mehr, echt nicht mehr ganz dicht, die Mutter? Das ist einfach mal so eine Psychomutter, die... Geh weg, Lucius, komm her, Lucius. Ja, geh. Du bist aber auch echt... Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Dossi, Mossi, Lucy, Kuschi. Schmutzwäsche. Schmutzwäsche soll ich machen. Okay, eine Flasche dran noch Wein suchen, eine Flasche, eine Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe sortieren. Mama, du hast sie nicht mehr alle. Ich suche nach einem Stein, Papier oder Schere im nächsten Part von Lucius, Leute. Ich weiß nicht, was mit Mami los ist. Aber bei dem Sohn, da kann auch mal eine Sicherung durchbrennen, Leute. Ne? Also, wir sehen uns im nächsten Part. Und dann machen wir den Antonio fertig. Oder wie er auch hieß. Ne? Bis dann.